ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Vlogs Erfolgreich und erfüllt leben. Heute möchte ich mit dir über das Thema die Bremse in deinem Kopf sprechen. Denn ich denke, das kennen wir alle. Du nimmst dir etwas vor, aber irgendwann scheitert es. Das heißt, du machst einen Rückzieher oder gehst einen Schritt zurück oder es will einfach nicht so klappen. Und es stellt sich immer wieder die Frage, warum schaffen einige Menschen das, was sie sich vornehmen und andere Menschen schaffen es nicht. Und das hängt definitiv mit der inneren Einstellung und mit der mentalen Stärke zusammen. Und dafür ist es einfach wichtig zu wissen, wie unser Gehirn funktioniert und was du selber tun kannst, um deinen Kopf auf Erfolg zu programmieren. Aber der eigentliche Grund, also der Feind in deinem Kopf sozusagen, das sind deine Gedanken. Wenn du also die ganze Zeit denkst oder von außen gesagt bekommst, das ist doch viel zu groß, das kann überhaupt nicht klappen, das geht nicht, oder du das selber denkst, ja, setz live, genau das, was du denkst, bewahrheitet sich. Wer meine Bücher kennt, kennt meine Aussage, Mentales wird Reales. Das, wovon du überzeugt bist und was du denkst, wird Wirklichkeit. Also musst du in die richtige Richtung denken und nicht in die falsche Richtung, wenn du dieses Ergebnis anziehen willst. Erster Schritt ist immer Klarheit. Was will ich eigentlich wirklich? Und zwar wirklich. Und das ist ein Unterschied. Nicht nur so, was ist so ein nettes Zielchen, was man mal erreichen könnte oder womit mache ich meinen Chef glücklich oder meinen Partner, Partnerin, sondern was ist wirklich das, warum ich richtig Passion habe, warum ich Knallgas gebe, warum ich Bock darauf habe. Und wenn du das hast und dann deine Gedanken darauf ausrichtest, dann kann nichts anderes passieren, als dass du dieses gewünschte Ergebnis auch erreichst. Und der beste Tipp von mir ist, vom Ziel aus zu denken. Also versetze dich wirklich in die Lage, als ob du das Ziel schon erreicht hast. Ja, wenn du noch mehr dazu wissen willst, gehst du einfach auf meine Homepage www.erfolgreich.de und in den nächsten Episoden erzähle ich dir noch mehr dazu. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg und vor allem auch Erfüllung bei dem, was du tust.